Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay, Dyson Sphere Program. Ich hatte ein bisschen was vergessen. Yep. Ich habe nicht genug von allem. Stelle ich mal so eben fest, ich habe nicht genug von allem. Aber das ist ein Problem, das lässt sich auf jeden Fall lösen. Habe ich denn hier noch welche? Yep, habe ich. Soll ich noch welche mitnehmen? Ja, vielleicht ja, vielleicht ja. A foundation is a terrain leveling tool. It can only be used to level the terrain to zero altitude. It can't be used to change the landforms of the planet. Using the foundation on highlands generates soil piles. And it consumes soil piles when you use foundation on ocean or low-lying areas. When laying the foundation, you can choose a decoration option or leave it plain and just level the terrain. Danke für die Information. Okay. jetzt wissen wir, was passiert. Die versuchen uns zu kolonisieren. Ich habe es bisher nicht mitbekommen. Tschüss, Abfall. Man merkt, unser Raketenabwehrsystem funktioniert. Ich bin stolz drauf. Ich bin wirklich stolz drauf. So, nochmal ein paar Stück mitnehmen. Kann man immer gut gebrauchen. Wie schaut es denn hier aus? Ja, passt auch soweit. Ansonsten irgendwas gerade? Nein, wir brauchen gerade nur Zuführungen bis zum Umfallen. Sie können uns nicht angreifen. Das ist so genial. Es ist einfach nur herrlich. So, stromtechnisch. Ja, sind wir gut aus. Das ist immer mehr als gut ausgerichtet. Das passt. Das Zeug hier müssen wir noch verbessern dann nach und nach. Aber sonst schaut es ja gar nicht einmal so verkehrt aus. Muss man sagen. Es schaut einmal so verkehrt aus. Keine Ahnung, was er jetzt eingebaut hat. Aber das ist jetzt mal egal für den Moment. So, wir sagen halt, sagen dich hier raus, raus und raus. Nachdem wir sonst noch keine Automatisierung haben in dem Sinne. Darüber. Ich glaube, du warst da, genau. Wunderbar. Dann müssen wir aber noch dich mit dem hier verbinden. So wie es ausschaut. Yep, okay. Ist in Ordnung. Genauso wie dich mit dem hier verbinden. So. Stahl fließt. Das ist schon mal wichtig. Dann müssen wir jetzt noch gucken, dass wir das andere Material auch nicht hier so weit herbekommen. Ein bisschen hier entlang laufen lassen, das Ganze. Das ist bereits. Ah, warte mal, es ist bereits aktiviert, wenn es rauskommt. Der ist natürlich super. Der ist sogar mehr als super. Dann brauchen wir es nicht doppelt aktivieren. Einmal bitte. Jetzt muss ich gerade mal gucken. So rüber. So rüber. Und dann einfach mal hier quasi Turbo verlaufen lassen. Ich meine, wenn es jetzt dann doppelt und dreifach aktiviert ist, ja gut, komm, was soll es. Also was soll es an der Stelle. Oh, und ich bin ja so froh, wenn wir dann die Raumschiffe haben. Also die logistischen Raumschiffe. Und das ganze Gezetre hier nicht mehr so benötigen. Ja, das können wir so weit drüber fahren. Go, go, go. Einfach mal oben drüber. Das heißt, wenn immer versucht wird, dass ein Schiff zu uns und zum anderen Planeten kommt, verlieren sie richtig viele Ressourcen die ganze Zeit. Herrlich. Wir sagen einfach nur herrlich. Einmal so rübergehen. Dann so ein bisschen nach dahin. Wie gesagt, Titan gibt es ja in dem Sinn noch nicht. Das können wir so machen aber, damit es auch aufgeladen wird. Zum einen können wir mal sagen, du verschwindest mal hier. Das ist in Ordnung. Wobei es ist grün aufgeladen. Ah, es war grün aufgeladen. Ja, da war was. Uno momento. Du nach dahin nochmal. Dann geht's so nicht. Ei, der Witz gab. Hätten wir es von Anfang an einen Vertrag stehen lassen. So, jetzt da. Voll erfüllen.
Jetzt haben wir noch ein bisschen was übrig von dem Ganze. Was soll's? Was soll es? Sörtle, haben wir noch eine Kiste übrig? Hier haben wir, okay. Kann man nämlich auch sagen, hey Kollege. Wir fahren hier um die Kiste mal rum für den Moment. Was soll's? Und von da aus kommt dann quasi das Titanium rein. Ich habe dann schon direkt einen höheren Grad an Reinheit bei dem Ganzen. Ich wollte gerade sagen, warum wird es nur einseitig rausgepumpt? Das war jetzt so nicht beabsichtigt, Leute. Das muss ich auch beidseitig rausgehen. Dann müssen wir das kurz so ein bisschen anders gestalten. Einmal so. Wir sagen, das ganze Zeug kommt hier rein. Wunderbar. Du kommst hier hin rein. So rein, egal wie. Ein Splitter kommt hier vorne hin. Okay, dann funktioniert's. Dann sind wir zu Hause bei dem Ganzen. Ich hätte gedacht, er macht es automatisch, aber nein. Das geht leider nicht so ganz. Jetzt da. Wunderbar. So, danach kommt nämlich hier hinten auch was raus. Core wird noch weiter aufgeladen, passt. Alloy. Mal 1000er mitnehmen. Schmeißen wir mal rein. Das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend für irgendwas, aber ja, was soll's. Das gleiche machen wir gerne nochmal. Und dann können wir nebenbei schon mal sagen, Interstellar. Hohoho, ich weiß, wie ich das noch machen kann. Ich brauche doch ein bisschen was hiervon. Warum habt ihr das Problem immer noch? Am Aluminium. Ihr habt immer das Problem, dass ihr keinen Brennstoff jetzt bekommt. Ach, jetzt ist der Brennstoff das Problem. Warte mal. Warum ist der Brennstoff das Problem? Weil der Brennstoff zwar hier reinkommt, aber sonst nirgendwo. Oh, okay, warte mal. Da habe ich eine Idee. Das kommt dahin, du kommst dahin. Wenn ich jetzt sage mal, dich tun wir jetzt mal abcutten hier. Dann kommt nur noch das von da darüber rein. Und der Rest bleibt hier drinnen, um 1:1 hier rausgeballert zu werden, würde ich mal behaupten. Yep. Reicht aber nicht aus. Hahaha, okay. Selbst das reicht nicht aus. Warum? Weil der Wasserstoff da ist. Welche definitiv nicht stark genug genutzt wird. Warum? Was bräuchte man denn sonst noch Wasserstoff? Was kann man jetzt noch abzweigen? Also Hydrogen natürlich, Entschuldigung, Hydrogen. Da mehr rauskommt bei dem Ganzen. Okay, das heißt, da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht darf hier auch nicht. Das ist nicht dran. Hydrogen Fuel Rods. Oh. Das ist nur was. Damit können wir es noch verballern, beziehungsweise. Ja, noch kein Teilchenbeschleuniger. Da wird es noch Sinn ergeben. Ja, warte mal. Ich habe eine Idee. Eine Notfalllösung. Die notfalliger nicht sein kann. Ich baue hier nochmal ein paar Kanister oben drauf. Damit das ja ein bisschen runder läuft. Kohle geht rein, dich geht rein. Ich meine, das läuft schon mal nicht ganz verkehrt bisher. Das verbraucht es auch recht gut. Theoretisch könnte man noch ein Viererpack hinbauen. Dann müsste es eigentlich komplett reichen. Wenn ich mir das so anschaue. Mach mal dich darüber. Darüber.
dich darüber. Dann sag mal bitte, kopiere mir von oben, oh, das war hinter da, von da nach da. 1, 2, 3, 4. Alles, was wir hier haben, rüber. Direkter Gebrauch auf jeden Fall. Passt soweit. Dann müsste es eher klappen. Ich habe wahrscheinlich keine Raffinerien da. Nein. Habe ich nicht mehr. Fehlen die Steine dazu. Und Glasplatten. Okay, warte mal. Beides habe ich hier im Eck rum. Beides ist ja hier. Wir haben einmal für meinen Platz, einmal viel, einmal Steine. Einmal zwei Glasplatten. Wunderbar. Und wenn ich das jetzt zusammen verbinden würde. So, 3, 4. Wunderbar. Sitz passt und hat Luft. Kohle kommt ja auch rein. Yep. Rein damit. Ansonsten. Dann müsste nämlich das Band auch voll werden. Das dürfte uns schon ordentlich aushelfen. Und zack. Dann als nächstes zack und zack. Und zack und zack. Sodle. Strom ist auch mit dabei, der Rest wird folgen, sobald wir in der nächsten Minute das gebaut haben. So. Sonst noch etwas? Haben wir. Ah, ja. Das kann natürlich nicht funktionieren. Wenn das nicht komplett verbunden ist. Achso. Ich wollte gerade schon fragen, wer schießt mich denn da ab? So, nochmal ein Neubauer. Ansatzweise ist richtig. So, wenn ich jetzt sagen würde, du nach darüber. Geht nicht, weil da was im Weg ist, was? Schauen wir mal, ob wir das Ding punktgenau da rausbekommen oder nicht. Ja, bekommen wir. Ich bin so froh, dass man das hier feinjustieren kann. Diese Löschfunktion. Sördle. Okay, was ist, wenn ich jetzt sagen würde, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Darf ich jetzt unten drunter fahren? Ist das jetzt eine Möglichkeit? Nein. Okay, Moment, haben wir gleich. Immer das gleiche. Ein Spiel sagt nein. Und ich eigentlich ja dazu sagen möchte. Rein mit dir. So. Schauen wir mal, dass wir das auch noch vor uns wegbekommen. Weil dann wird es hinhauen. Dann funktioniert es. Sechs. Und fünfte Ladung. Vier. Drei. 2, 1 und Bingo, alles aufgebaut. So, wir haben dich, dich, dich und dich hier. Dann sagen wir, wir hätten gerne dich nach dahin, dich nach dahin, dich nach dahin, 2, 3, 4 und dich nach dahin. So, jetzt müssen wir alles richtig haben. Alles rein, alles raus. Genau, immer 2, 2 leer lassen, 2, 2, 2, passt. Es stapelt sich hier und dort, füllt die Lücken soweit relativ gut auf, ja. Mhm. Passt exakt. Genau, könnte es schon fast schon passen. Und, wie gesagt, um da noch ein bisschen was auszuhelfen, schmeißen wir da nochmal zwei Stück hin. Dann müsste das nämlich auch ein bisschen runterlaufen. Und wenn das Ganze runterläuft, kommt da natürlich auch noch ein bisschen Brennstoff raus. Dann können wir noch ein bisschen effektiver machen, aber für den Moment reicht's. So, hallo Alloy. Wir haben jetzt ziemlich viel bereits. Herrlich. Die haben wir gebraucht für alles Mögliche eigentlich. Gerade für das hier interplanetare, interstellare Logistik. Wenn ich jetzt mir davon mal einen Stapel reinhole. Machen wir zwei Stapel. Zwei Stapel. So.
Kann ich denn schon was machen? Nein. Weil wir. Ah, die fehlen mir zum Beispiel noch. Okay. Das war das, was man angefangen hatte. Ich hätte gerne erstmal dich weg und dich weg. Sodle. Dann haben wir gesagt gehabt, dich haben wir schon gehabt. Ich hatte dich auch. Das heißt, wir haben einmal die hier. Die müssen noch befeuert werden, genau. Aber können dann direkt schon mal quasi hier reingemacht werden. Das passt dann schon. Bum, 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 bum. Werden die blauen. Sodle. Wir hatten euch hier noch. Wo kriege ich dich hin? Die muss ich irgendwo hier unten ab. Und hier oben abkrabbeln? Das wäre noch was. Kann ich das an Splitter hier oben einfach hinbauen? Wenn ich denn einen hätte. Bitte mal ein paar Stück davon machen. Ich habe gemerkt, die braucht man immer wieder mal. Schau mal zu Gaudi raus. Fliegt irgendwo jemand gerade rum? Niemand zu uns. Sie haben immer nur noch ihren einen einzigen Planeten gerade. Oh, ich finde sie super. Kann ich denn nicht einfach das da oben hinbauen? Das wäre das Coolste. Einfach jetzt sagen, Splitter oben hinbauen und gut ist. Okay. Das geht nicht. Dann machen wir was ganz anderes und sagen einfach, hey. Baut das mal hin. Dann sagen wir, wir möchten bitte 1, 2, 3. Das müsste gehen. Das geht, aber das nicht, weil wir zu hoch sind an der Stelle. Okay. Was ist? Ich sage, du hier bitte. Umdrehen. Dann tun wir den einen wegmachen. Weil dann müsste eigentlich gehen. So. Zack, zack und zack. Bitte raus, raus und raus. Und danach sagen wir, wir möchten dich nach da drüben sehen. Einmal hier drüber, einmal hier drüber. Nutzen wir nämlich die gleiche Wegstrecke schon mal aus. Gehen nach da unten. Das haben wir fast geschafft. Wir tun auch fast geschafft. Sottle und da runter. Nein. Das heißt, wir haben dich und wir haben dich. So, für dich haben wir jetzt noch gesagt gehabt, bräuchten wir High Priorities. Den Rest haben wir schon. Was hier quasi rein müsste. Okay. Dann sagen wir, wir hätten gerne. Wie viel brauchst du denn überhaupt? Wahrscheinlich nur ein bisschen was davon. Da hätten wir zumindest Landmasse schon. Da müssen wir jetzt so viel Erde verbrauchen. Dann sagen wir einfach mal nach unten. Ich hätte gern den ganzen Bereich hier geplättet gesehen. Wunderbar. Genauso wie das hier. Das passt. Wir benötigen, um das zu machen, eine Schmelze, die diese Kristalle macht. Das wäre es nicht. Eine ganz normale Schmelzkonstruktion. Irgendeine, wo im Freien. Haben wir? Moment. Ich müsste doch zumindest einen Blueprint dafür haben. Schauen wir nochmal. Blueprint. Reset Blueprint. Sagen wir das mal kurz reinschmeißen. Das ist nicht, das ist nicht, das ist es auch nicht. Das war Technologiebaum, der ist auch mal egal für den Moment. Ah ja, Blueprints. Kuppel, einfache Fabrik. Schauen wir doch mal. Okay, das war die große Variante, die brauchen wir nicht. Dann ist es, dann bist du hier. Dann bist definitiv du hier. Sag mal einfach mal hier rüber und dort rüber. Zack. Das ist dann quasi einfach. Die Einfachschmelze.
das gleiche, sondern machst auch hier. Das passt. Save Blueprint, dankeschön. Das passt. Hupale. Wir möchten damit die verkehrte Richtung. Die Einfachschmelze soll bitte da hinten hinkommen. Ich überlege gerade, wie wir sie hinklatschen können. Wenn die alles gleich auskriegt, dann ist es egal. Einfachschmelze. Du kommst mir direkt. Wie viel Platz haben wir? Bisschen mehr Platz brauchen wir noch. Wir betonen auf ein bisschen mehr. So. So und so. Wunderbar. Und direkt dahin klatschen. Yeah, wunderschön. Dann sagen wir nämlich schon mal. Wir hätten gerne auch dich mal. Ah, Grafel. Okay. Grafel bis zum Umfallen. Haben wir denn da noch genug übrig? Nein. Mach mal bitte ein paar Stück davon. Ansonsten können wir auch noch da ein paar Stück machen. Und werden wir darauf warten. Um uns ein bisschen Grafel. Und fangen nämlich wirklich an, hier und da ein bisschen was manuell zu machen. Das brauchen wir nicht, oder? Wir haben Kohle. Wir haben Kohleproblem. Weil nur der eine gerade die Kohle herbringt, okay. Das können wir natürlich so nicht zulassen. Wir benötigen. So. Einmal dorthin. Dann sagt man einmal dorthin. Einmal dorthin. Und auch du kommst mal dorthin. So. Jetzt soll es besser ausschauen für uns. So, cool. Dann ein. Zwei Stück da noch mitnehmen, weil ich glaube, wir brauchen. Ja. Jetzt sagen wir, brauchen auf jeden Fall wieder noch ein bisschen was. Dann läuft es nämlich auch wieder weiter. Weil, wenn das nämlich auch ausläuft, dann haben wir nämlich ganz große Probleme an der Backe. Das wird gemacht, das wird gemacht, das wird gemacht. Okay. Wir sagen. Gravel. 100er Pack davon mitnehmen. Und wir können es immer noch nicht machen, weil uns noch wahrscheinlich die Chips und alles fehlen. Ein bisschen was ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Was können wir damit eigentlich anstellen? Wir können noch Batterien machen. Ja, was? Ich glaube, die Kristalle brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Dies brauchen wir jetzt noch nicht so ganz. Waren denn hier welche drin? Und was macht ihr? Nein, ihr macht das hier. Er brutzelt gerade gar nichts. Oh. Ja, ist ein bisschen unschön. Ihr macht gerade auch nichts. Können wir denn euch noch Kist um? Können wir auch nicht abmischen. Warum macht ihr nichts? Weil das hier auch weniger wird. Ich verstehe. Wir hätten das Nötige, was wir brauchten, da, aber wir haben davon zu wenig. Okay. Können wir denn lokal was machen? Auch nicht. Könnten ein paar Stück davon herstellen. Ich bin am Überlegen. Platten. Wenn das alles geladen ist, ist das ja bessere Ware auf jeden Fall. Wesentlich bessere Ware, als man sonst irgendwie haben könnte. Ich möchte gerne hier ein bisschen was rausnehmen. Ist nicht viel, aber besser als gar nichts. Und dann nochmal den Neijager. Also gerade mal gucken, wo ist denn. Da hier, weil es noch nicht angeschlossen ist an irgendwas. Hm.
Wisst ihr was? Machen wir so, dann soll ich das Ganze mal aufteilen. Es ist nicht viel, aber das bisschen was sie rausbekommen, könnten sie sich auch teilen eigentlich. So, wo bist du denn drin, Tyler? Da, nein. Und go. Also warte, sicher nur. Ja, Schwachsinn. Schwachsinn ist ja bloß Rohmaterial. Das ist ja nicht das, was ich möchte eigentlich an der Stelle. Brauchen ja wirklich Platten, die hatten wir ja wirklich nicht. Da unten wird schon ein bisschen was gebaut, ist schon mal schön. Wie schaut's denn bei euch aus? Hallöchen aber auch. Bitte einmal alles hinbauen. Keine Ahnung, was alles, aber baut es hin. Nochmal ein paar Stück davon bauen. Jupp, lieben gerne. Und noch ein paar davon bauen, weil wir es können. Und dann sagen wir, hier sollen bitte in Zukunft nur die Platten gemacht werden. Wunderbar. Genauso wie hier. Bitte nur die Platten bauen. Ah, ich sehe schon, wo das Problem bei dem Ganzen liegt. Dass das überhaupt nicht gemacht ist bisher. Okay. Da läuft gerade eh nichts rum, also können wir das mal so lassen, wie es ist. Und wir sagen noch bitte, ihr braucht Strom. 300 paar zerquetschte, in Ordnung, in Ordnung. Zuckerlabor sind da schon auch bereits gemacht. So, wir bräuchten noch Silikon. Bis zum Umfallen bräuchten wir Silikon. Danke dafür. Wobei, doch, wir könnten... ja, ich bin gerade selber überlegen, wie wir es ein bisschen hinkratzen können. Wenn wir ein paar Stück davon hätten, würde es ja schon mal ausreichend sein. Graphenhammer, Dichhammer, Dichhammer. Das ist gerade das Einzige, was mein Weg ist. Das brauchen wir gerade für nichts. Noch nicht zumindest. Dann geht's zurück zu dir hier, genau. Rein damit, brauchen wir nicht doch. Dann gehen wir zu dir hier und sagen, wir holen uns mal ein paar Stück davon. Dann haben wir auch mittlerweile ein paar weitere... 11,3%. Ich warte nur ab, bis ich irgendwann mal wirklich angreife. Dann wird es durchstehen. Dann können wir mal... Dann können wir rausfinden, wie gut wir wirklich sind. 35 Stück davon, dankeschön. Interplanetar geht nicht. Immer das da? Ich auch nicht. Semikonduktor. Okay, aber wir könnten ja von unserem, von unserem Mini-Farm da hinten noch was herholen. Alles suboptimal ausgelegt, aber was soll's. So, go, go, go. Ein paar hundert Stück. Besser als nix. Und dann sollte das ohne Probleme gehen. Weil auch das hier wird weniger. Es wird eigentlich alles weniger hier. Nur nicht so wenig, dass es quasi richtig schlimm wird, aber ja. Hundertprozentig perfekt ist immer noch, oder? So, uns gleich nochmal. Go, 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 go. Die nächsten 600. Da bin ich froh, dass ich immer noch so ein bisschen auf diese Minimalproduktion setze. Da funktioniert das Ganze zumindest dann auch irgendwie. Genau, und von denen brauchen wir ganz, ganz viele. Denn wir brauchen sie auch hier. Brauchen wir sie auch ein bisschen umfahren, yep. Dann sollen die schon mal alles produzieren. Und, blub, die nächsten vom weg. Sagen wir, wird ein bisschen weniger. Aber reicht noch. Reicht noch, verdammt. Und der Rest funktioniert auch noch soweit, ja. Wir sind etwas an der Kapazitätsobergrenze für das Ganze. Ui, ui, ui. Wie viel benötigst du eigentlich für eins? Zwei. Das erklärt gerade so einiges. Dies erklärt so einiges. Okay, nochmal zurückfliegen. Wenn wir das nämlich auch vorhin automatisiert haben, müssen wir es nämlich auch nicht mehr machen. Die Shuttles sind einfach das Nonplusultra bei dem Ganzen. Was denn? Wir haben auch noch da ein paar Schaltkreise. Ja, ein bisschen was von allem haben wir da.
Sodle. 121. Dann. Interstellar. Einen. Einen einzigen hier. Wahrscheinlich brauchen wir genug Graphé. Genau, wir brauchen auf jeden Fall Graphé wieder. Können wir uns nochmal eine ganze Lage davon holen. Und quasi zwei Stacks davon. Ich glaube, die brauchen wir. Die brauchen wir dafür nicht. Steck, die brauchen wir nicht. Ah, okay. Da bitte auch dann 10 Stück machen, sobald wir es machen können. Graphé war hier. Zack, zack, danke. Wenn der gemacht ist, können wir nochmal einen bauen. Yep. Und dann nochmal einen. Und wir benötigen. Ah, diesmal haben wir Kupferprobleme. Können wir nämlich zwei gleich hinbauen. Fürs Titan und für. Oh, das Kupfer jetzt rum, Flagger. Für Titan und für Silikonerz. Das wir auch auf jeden Fall haben möchten. Danke dafür. Ich habe sogar noch Titanix im Inventar drin, okay. Das dauert jetzt alles ein bisschen länger. 2260. Macht mir einen, dann ist es Graphé, glaub wieder, oder? Ja, da bauen wir nochmal einen. Hilft ja nix, hilft ja nix. Und die tun wir dann später auch. Ohne Probleme automatisieren, aber für den Moment passt. Soddle. Haben wir genug. Pro Ding passen, glaube ich, 10 Stück davon rein. Das heißt, wir brauchen jede Menge hiervon. Und. Wo haben wir es denn? Da haben wir sie nicht. Da haben wir sie auch nicht. Davon brauchen wir eine ganze Ladung, du. Und weiße gerade im Inventar ab. Hier, bitteschön. Rein mit den Ingels, mach ein bisschen was draus. Immer noch nicht. Die Chips sind es. Die Chips sind es. Da ist noch ein bisschen was drin. Wie viel haben wir denn gerade hier? 300 Chips, passt. Das heißt, wir können 10 Stück davon bauen. Und danach fehlt uns Antrieb. Ja, ich sehe schon, was uns fehlt. Unsere Sachen, die wir hinten produzieren. Ein Glück, dass wir davon mehr als genug haben. Die Frage ist immer noch, Strom sieht noch gut aus, okay. Da hatte ich jetzt den größten Schiss davor, dass wir da irgendwie Probleme bekommen würden. So, let's see. 20. Gucken wir nochmal Aluminium. 20,8% mittlerweile, also... Da mag uns jemand überhaupt nicht, sowieso schaut. So, dann haben wir gesagt, gehabt, das sind. Oh, die ich brauche immer. Die ich brauche mir immer sowas von. Wunderbar. 10, 20 und nochmal ein 10er. Und danach ist das Problem. Dich haben wir auch. Die Chips sind nochmal das Problem. Okay. Jetzt da nochmal welche mitnehmen, so ein 100er Stack. Kriegen wir da nochmal 10 Stück hin? Ja, passt. Also, was wir brauchen, haben wir jetzt parat. Sodele. Das heißt. Vielleicht ist es noch lokalisiert eigentlich, aber was soll's. Ich möchte. Das haben wir gerade nicht, das haben wir auch nicht. Ich möchte hier mein Interstellar hinbauen. Das ist schon gerade mal so das Verkehrteste. Den machen wir mal so hin, dass wir auch hier Platz haben. Bingo. You've built an interstellar logistics station, which serves as the primary hub for interstellar transportation. With its assistance, manual cargo transportation among planets is no longer necessary. Set the station on the supplying planets as interstellar supply. The interstellar logistics vessels will automatically deliver cargo to stations in interstellar demand on other planets. If set to local supply or local demand, they will serve as planetary logistics stations. Sodle, okay, haben wir alles soweit hin.
Das heißt, damit müsste es eigentlich relativ gut funktionieren. Rein, rein und rein. Drei Stück davon. Zack, 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 zack. Räumt rein. Passt soweit. Strom bekommst du natürlich auch noch von mir. Wäre schlimm, wenn man es nicht machen würde. Und bingo. Das Ding funktioniert. Aber noch genug, um den Rest zu machen. Das dauert aber noch ein bisschen, wenn ich mir das so ganz anschaue. Wir können auch davon mehrere machen. Das heißt, wir haben jetzt dich hingestellt. Sagen dem, wir brauchen auf jeden Fall hier jede Menge davon. Wir können das Ganze noch ein bisschen weiter ausbauen. Was brauchen wir hier sonst noch eigentlich? Du bist relativ wenig. Wir könnten auch noch sagen, er soll schon mal Titan herbringen. Wobei, brauchen wir hier hinten noch nicht. Forschung ist gerade wichtiger eigentlich. Das heißt, wir werden Titan nach hierher holen. Ja, warum eigentlich nicht? Es ist vielleicht ein bisschen, ne, wobei, bräuchten Alloy mehr als den Rest. Das ist ein bisschen, das ist was Provisorisches, vergiss es. Wir haben wieder Ölprobleme, so wie es ausschaut. Weil das Ding hier auch relativ gut durchrattet gerade. Yep. Persierung aufheben. Das wäre in Ordnung. Sollte besser. Besser. Es kommt so ein bisschen so und ein bisschen so hin. Dann haben wir ein bisschen was mehr von allem. Ich überlege gerade, wenn wir einfach nur einen fetten Hub machen irgendwo. An einer Stelle und die lokal sich das Zeug dann holen. Ich glaube, das würde sogar fast mehr Sinn machen. Das würde, glaube ich, wirklich mehr Sinn machen. Also wir machen überall nur noch sowas hin. Das wäre das Nächste. Wir machen einfach nur überall sowas hin. Das würde heißen, wir müssten hier mal einen hinmachen. Sagen wir nämlich raus mit dir, raus, raus, raus. Sagen für den Moment mal auch kurz hier Adieu. Und stellen den dann mal dorthin. Dadurch. Sagen dann Nummer 1 ist bitte Titanium Ingots, die kommen hier durch. Kann ich dann? Ich kann gerade selber gucken. Ich glaube, ich muss da einen Filter noch reinschmeißen, sonst wird es nichts. Und danach da, yep. Jetzt da. Jetzt wird es doch was. Das kommt da vor uns rein. Wir sagen dann, du kommst mal nach da drüben. Hin. Ja, vollkommen in Ordnung, passt. Und dann das andere auch noch hinstellen. Das sind wir bald vielleicht auch da, auch nicht in 10 Minuten. Das kann ich noch durchlaufen lassen, das ist kein Problem. Und nachdem das eine fette Fertigung ist, das wollte ich jetzt nicht da. Okay, funktioniert. Funktioniert alles. Okay. Aber, wie das Ganze weitergeht, sieht man dann in der nächsten Runde. Habe ich denn hier genug? Ich muss gerade nur ein bisschen nachgucken. Dass wir da noch ein bisschen was mitnehmen und dann passt es. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüssele.